ich war ein Arschlochkind. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass meine Mom einfach viele andere Probleme hat, dass ich diese Mutter überhaupt verdient habe. Also wirklich, deswegen trage ich sie auf Händen. Sie hat mich dann auch bei Sixten supportet und stand dann halt irgendwann mal auch im Publikum. Wir haben ein Lied, das heißt Deine Mutter. Und sie hat dann einfach wirklich so geklatscht, während ich Leute, deren Mütter beleidigt habe. So. Und das ist dieser Support, Leute. Meine Mutter trägt ein Kopftuch, Leute. Und sie so, you go, girl. Musikerin, Bestseller-Autorin und Schauspielerin Nora ist heute bei uns. Sie selbst sagt, sie war früher kein guter Mensch. Und das, obwohl sie eine der lautesten Stimmen ist, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Wie sie heute versucht, ein guter Mensch zu sein und in welchem TikTok-Trend sie eine echte Gefahr sieht, das erzählt sie uns jetzt hier bei Deep und Deutlich. Außerdem mit dabei Superstar, Influencerin und Model Stefanie Giesinger und Sänger Gregor Hegele. Wenn man über erfolgreiche Rapperinnen in Deutschland redet, dann fehlt dein Name nirgendwo. Wie stolz macht dich das? Also schon allein, dass man sagt, Deutsche, voll cool. So, was, deutsche Rapperin? Ja. Ja, das ist schon cool, dass ich irgendwie doch dann zu Deutschland gehöre. Ich bin stolz darauf, dass ich einfach irgendwie in der deutschen Szene passiere. Dass ich habe so meine Daseinsberechtigung mir erkämpft. Ich persönlich finde es extrem wichtig und extrem gut. Und diesen Sommer warst du viel auf Festivals unterwegs. Und ich habe in deinen Highlights gesehen bei Instagram, dass eine Followerin geschrieben hat, Nora auf dem Festival ist wie Gruppenknutschen. Und deswegen würde ich finde, das ist ein geiles Kompliment. Und deswegen sollten wir jetzt mal reinschauen, wie dein Festivalsommer aussah. Ja, oh. Oh yeah. Oh, you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop. Mary Kay! Verbeugt mich vor der Crowd, mache noch paar Selfies. Typen schreien, bumst mich, ich stopf in den Backstage. Sie wollen das I-Please, Long Island Iced Tea. Outfit perfekt, Testimonial bei Nike. Lauf in meinen Schuhen, doch sie sind dir viel zu groß. I'm sorry, Mama, doch dein Junge ist nach Hause. Ich hoffe, das hat den Festival-Sommer richtig wiedergegeben. Bei den vier Momenten, was ist dein Highlight-Moment diesen Sommer gewesen auf dem Festival? Oh, okay, da war ein Highlight. Und zwar ist jemand überm Zaun geklettert und über die Sicherung und über alles, um ein Foto mit mir zu machen. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe dem Security 200 Euro bezahlt. damit der hier mich rüberlässt und so. Ich so, ey, geh zurück, hol dir deine Kohle wieder und ich mach dem Bändchen klar. Er hat dann ein Foto mit mir gemacht, hat mir noch einen Kuss gegeben, ist wie ein Held zurückgelaufen und über das Ding einfach verschwunden. Und eine Stunde später war der im Backstage bei uns. Und ich war so, ey, wie bist du hier reingekommen? Er so, ja, hier der Typ und so. Dann hat er erklärt, dass er den Typen gefragt hat, ob er ihn durchlassen würde für ein bisschen Geld. Und er meinte so, ja, wie viel? Und er so, ja, so 200 Euro. Und dann ist er zum Automaten, hat Geld geholt, ist wieder quer übers Festivalgelände. Es war ein großes Festival, ich sag jetzt nicht den Namen, weil er soll wieder dahin gehen. Und dann, ja, und dann hat er da bezahlt. Und dann haben wir ihn aber ein Bändchen klar gemacht und hat den ganzen Abend mit uns gechillt. Geil. Okay. Hey, 200 Euro. Also voll der Scam. Aber ja, das war einer meiner Highlights. Ja, ich wollte gerade sagen, also bei dem Schöne Videos. Grüße an Jonas. Und sein okay. Vater. Nora, du rappst total oft über Sexismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus in deinem Song Fair auch sogar sehr deutlich. Und das ist deine Lebensrealität. Das ist nicht etwas, worüber du einfach nur rappst, sondern damit bist du jeden Tag konfrontiert. Und ich habe mich gefragt, wie das für dich ist, einmal diese Last auf deinen Schultern zu tragen und gleichzeitig aber auf Festivals auf die Bühne zu gehen und diese positive Energie den Leuten entgegenzubringen. Also wie ist das für dich? Geil. Also ist übertrieben geil. Ich will ja nicht auf die Bühne gehen und heulen. So, ich bin, also klar sind traurige Sachen in meinem Leben passiert und sonst was, aber das wäre ja mega noch trauriger, wenn ich jetzt mich davon unterkriegen lasse. Mhm. So, und ich weiß nicht, ich gebe einfach was zurück mäßig. Und das wäre einfach ein bisschen unfair, wenn ich da sitzen würde und die ganze Zeit traurig wäre. Weil das ist auch nicht mein Leben so. Ich mache zwar politische Musik und so,
but I'm also a bad bitch. Und das zeige ich auf der Bühne. Ich fand's halt voll krass, weil dein Song Fair, der lief bei meinen ganzen Leuten halt durch alle WhatsApp-Gruppen. Also da wurde halt auch politisch gesagt, was für ein krasses Statement. Und deswegen finde ich es halt so spannend, dass du halt, wie du schon sagst, eine Bad Bitch auf einem Konzert sein kannst und den Leuten richtig geile Vibes mit nach Hause gibst. Und ich mir halt aber auch gleichzeitig denke, ja krass, die meisten nehmen halt aus deinen Songs dann trotzdem noch etwas mit, weil da stehen mit Sicherheit viele im Publikum, die sich eben nicht aussuchen können, sich jeden Tag mit diesen Themen halt zu beschäftigen. Ja, deswegen finde ich es auch schön, dass die mir dazugehört, dass mir überhaupt zugehört wird. Ich weiß, dass wenn ich auf dem Festival spiele, dass das Publikum meistens überwiegend weiß ist. So. Und schon allein, dass die dann da sind, so manchmal um wirklich unchristliche Zeiten, 12 Uhr morgens an einem Sonntag auf dem Festival nach 4 Tagen. Ja? Respekt an diese Menschen, die dann trotzdem wirklich zu meinem Konzert kommen. Eigentlich ist es gar nicht so ihre Probleme, über die ich da so rappe, und trotzdem hören die mir zu. Das ist es für mich, so, weißt du? Dass sie mir überhaupt zuhören, obwohl die privilegiert sind und vielleicht nicht so die Sachen durchgemacht haben, die ich mache. Genau das will ich doch. So. Voll. Und dafür finde ich, ist Musik ein sehr gutes Sprachrohr halt. Ne? Ja. Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du lange kein guter Mensch warst. Was meintest du damit? Also, ich war auf jeden Fall eine lange Zeit kein gutes Kind so meiner Mutter gegenüber. Ich habe zum Beispiel Sachen von meiner Mutter damals so verlangt, die meine Freunde auch zum Beispiel haben. Ich wollte zum Beispiel auch einen Kindergeburtstag feiern. Ich wollte auch, dass meine Freundinnen bei mir schlafen. Und ich wollte auch Adidas- und Nike-Schuhe tragen und so. Aber ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, dass meine Mama eine Frau mit 4 Kindern ist, die alleine nach Deutschland geflüchtet ist und als Reinigungskraft arbeitet. Wie? Weißt du? Und das meine ich mit, ich war ein Arschlochkind. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass meine Mom einfach viele andere Probleme hat als Nike-Schuhe oder Adidas-Schuhe. Aber ich als Kind oder allgemein als Kind denkt man ja nicht drüber nach. Man denkt sich so, ey, so Jasmin hat das, dann will ich das auch so mäßig. Und das meine ich mit Arschlochkind. Ich habe voll über viele Sachen nicht nachgedacht, so wo mein Standing eigentlich im Leben ist mit meiner Familie. So, wir können nicht alles haben. Ich wollte aber alles haben als Kind. So ein verwöhntes Kind einfach. Weißt du? Man will ja nur dazugehören als Kind, ne? Also das ist ja das Einzige, und ich glaube, das ist auch ein natürlicher Instinkt, dass du denkst, du willst ein Teil von etwas sein, deswegen willst du auch das neue iPhone und willst auch die Nike-Schuhe, ansonsten wirst du auch gemobbt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, aber wenn du uncoole Klamotten trägst, dann bist du halt auch einfach freaking uncool, und das ist auch schon so ein Stellenwert Außenseite, und eine Hierarchie auch schon in der Schule als Kind, deswegen ich kann das voll nachvollziehen. Ja, 100%. Du willst ja schon, weil du schon schwarz bist und dadurch auffällst, denkst du dir so, oh Mann, jetzt muss ich wenigstens irgendwie anderweitig irgendwie auch die Sachen haben, die die anderen haben. Aber das geht ja halt auch nicht. Und das ist so, wenn alle, die ältere Geschwister haben, wissen das, du bekommst die Klamotten von deinen Geschwistern einfach, wenn du alt jünger bist. So. So, bei mir war das Glück, dass meine Schwester und ich dann irgendwann nicht mehr dieselbe Klamottengröße hatten. So. Aber ich habe dann die Sachen von meinem großen Bruder bekommen. So. Und das war zum Beispiel ein eigenes Zimmer haben und so. Ein eigenes Zimmer habe ich ungelogen erst seit jetzt, Leute. Hey. Also, ich habe noch nie ein eigenes Zimmer gehabt. Was heißt jetzt? So, das heißt, dass ich allgemein einfach, dass ich meine erste eigene Wohnung erst vor 4 Jahren in Berlin gezogen bin. Meine erste eigene Wohnung mit meinem Namen drauf, wo sich auch Leute gefreut haben, dass ich einen Mietvertrag unterschrieben habe. Und mit meinem eigenen Zimmer, wie ich das auch einrichte. Erst seit 2018. Du redest jetzt halt voll reflektiert darüber, auch über die Zeit, wo du sagst, du warst ein Arschlochkind. Ne? Das stimmt. Wann warst du denn nicht mehr, oder ab wann warst du nicht mehr das Arschlochkind? Und wie kam das? Wann war ich nicht mehr das Arschlochkind? Ich glaube, wann war die Arschlochzeit vorbei? Ich glaube, wo ich einfach realisiert habe, was meine Mutter alles für uns macht. So, oder wo ich so gemerkt habe, so, boah, krass, okay, diese Frau hat echt viel gemacht. Es war halt in dem Moment schon viel zu spät, natürlich. Aber als ich dann irgendwann mal, ich habe ja im Heim gewohnt und bin dann vom Heim ausgezogen, also habe meine eigene Wohnung bekommen von dem Jugendamt. Und mit 18 kannst du ja dann halt entscheiden, wo du hingehst. So, und ich bin halt nach Berlin. Kein Kontakt mit der Familie und so, gar nichts gehabt. Und
dann, das ist halt das traurige Ding eigentlich, die Arschloch-Kindzeit hat aufgehört, als mein Opa gestorben ist. Weil mein Opa ist verstorben und dann ist die ganze Familie wieder zusammengekommen. Weil da war es halt einfach so, ich glaube, alle haben dann gemerkt, oh fuck, so, da ist jemand gestorben, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen uns jetzt alle lieben. Und so ist es dann irgendwie passiert. Dann war der Kontakt mit meiner Mutter richtig gut. Sie war damals natürlich, sie hat immer schon mitbekommen, was ich gemacht habe mit meiner alten Band und so alles. Aber das hat ihr nicht so gefallen. Mir auch nicht, jetzt im Nachhinein. Aber wo ich so wirklich ganz komische Musik gemacht habe damals mit meiner siebenköpfigen Band. Aber im Endeffekt hat sie mich trotzdem supportet, obwohl sie das nicht mochte. Und sie hat mich dann auch bei Sixten supportet und stand dann halt irgendwann mal auch im Publikum in Hannover, weil sie lebt in Hannover, und stand dann hinter mir und Bühne war aufgebaut und wir haben ein Lied, das heißt Deine Mutter, und sie hat dann einfach wirklich so geklatscht, während ich Leute, deren Mütter beleidigt haben. So. Und das ist dieser Support, Leute. Meine Mutter hat ein Kopftuch, Leute. Das war einfach so witzig. Es war einfach so witzig. Ich rappe so über jeden seine Mutter. Und sie so, you go, girl. So, deswegen, also, dass ich diese Mutter überhaupt verdient habe, also wirklich, deswegen trage ich sie auf Händen. Immer, egal wo, sie bekommt alles. Kommt sie auch mit auf Festivals manchmal? Ne? Ja, die ist schon ein Profi. So, die kommt auch mit High Heels auf Festivals. So, wirklich. Sie geht gerne auf jeden Fall überall hin. Und sie ist auch eine der Ersten, die auch immer gerne die YouTube-Videos sich anguckt und so. Also der größte Supporter. Ja, übertrieben. Ja, Support ist da, obwohl ich ein Arschlochkind war. Ja. Applaus an meine Mama! Du hast es so, ich glaube, es waren viele Menschen Arschlochkinder früher. Heute bist du auf gar keinen Fall ein Arschlochkind. Du setzt kein dich Kind. Für unglaublich viele, das war nicht so charmant. Ne? Du setzt dich für unglaublich viele Themen ein, Gleichberechtigung und ganz besonders für die queere Community und für Diversität. Wie weit sind wir deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft mit den Themen? Also, letztens hat jemand gesagt, wegen Rassismus, meinte die Person so, aber mittlerweile ist doch schon viel, viel besser geworden mit Rassismus. Und dann meinte ich so, nee, nicht Rassismus ist besser geworden, wir sind besser geworden. Wir wissen jetzt mittlerweile, was wir machen müssen. Wir sind jetzt irgendwie jobmäßig da oben und sind jetzt auch Ärzte, Anwälte und sonst was. Wir sind besser geworden, nicht Rassismus. Wir haben uns jetzt mittlerweile connected. Die Community ist größer geworden, stärker geworden. Wir wissen, was wir machen müssen, wenn irgendwas schief läuft. Und meinst du, nur fürs Verständnis, ja, für die ZuschauerInnen, mit wir meinst du quasi die Black Community? Ja, allgemein, auch alle, die jetzt, sei es auch mit Rassismus oder auch mit der Queerfeindlichkeit. So, es ist jetzt auch nicht gerade besser geworden. So, weil es immer noch Politiker gibt, die einfach Leute beleidigen und einfach rassistisch sind, queerfeindlich sind. Und das ist immer noch in Deutschland erlaubt. Und die gehören zu irgendwelchen Parteien an. Und deswegen ist es nicht gut geworden. Wenn sowas nicht mehr erlaubt ist, dass irgendwelche rassistischen und queerfeindlichen Leute im Bundestag oder sonst wo sitzen, dann ist es besser geworden. Aber bis dahin sind wir immer noch am selben Punkt. Weil ich verstehe es nicht, warum sowas immer noch erlaubt wird, sowas zu denken und dann das auch noch laut auszusprechen und dann noch Leute damit zu beeinflussen mit der Scheiße. Verstehe ich nicht. So. Stefanie, wie machst du das? Sehr ähnlich. Man darf auch nicht vergessen, dass wir in einer extrem kleinen Bubble sind. Auf der Welt, aber auch in Deutschland, ne, muss man sagen. Du lebst ja auch in Berlin. Und ich glaube, in Berlin gibt es auf jeden Fall eine große Runde, die sich damit auseinandersetzt, mit zum Beispiel Rassismus. Aber die meisten Menschen, für die ist das immer noch kein Thema. Und da findet Rassismus auch täglich noch statt und wird auch gar nicht irgendwie
irgendwie noch mal darüber nachgedacht oder geschweige denn darüber gesprochen oder das outgecallt. Also ich komme aus Kaiserslautern und ich muss sagen, auch da hört man sehr oft einfach rassistische Sachen. Oder ich habe in Pankow gelebt und da muss ich auch sagen, da waren echt viele rassistische Menschen. Ja. Gregor, wie siehst du das, als wir sprechen über Diversität und wie weit wir damit sind und auf den ersten Blick, sag ich mal, würde man dich jetzt, dich würde man vielleicht nicht buchen für Diversity, so wie uns vielleicht. Ja, ja. Wir müssen diverser werden. Und ich glaube, wir, also wir haben ja einen anderen Blick auf, wie divers sind wir in der Gesellschaft. Absolut, und wie läuft das alles, als du zum Beispiel. Wie siehst du dann da die ganze Sache? Glaubst du, wir sind da weit? Nee, deswegen finde ich es ultra voll dankbar, dass ich da sein darf und das alles mithören davon. Also, weil ich bin ja, keine Ahnung, ich habe damit jetzt nicht die so krasse Berührungspunkte wie jetzt, weil ich halt in so einer Kartoffelhaut stecke, so, wo, keine Ahnung, das viel oft an mir vorbeigeht. Aber deswegen finde ich es ultra wichtig, dass man eben da viel mehr drüber spricht. Vor allem, wenn man sich so Wahlergebnisse anschaut, irgendwie nicht nur in Deutschland, sondern Italien oder auch Niedersachsen oder was weiß ich wo. Österreich. Ja, genau. Das ist halt, das finde ich halt krass bedenklich, weil ich eigentlich dachte, dass es sich in eine echt schöne Richtung entwickelt, wenn es dann so anscheinend auch krasse Rückschritte gibt. Und das finde ich halt so extrem traurig. Und deswegen umso wichtiger, dass du da so ein Vorbild bist. Ja, also ich finde, ja, klar. ich habe vor allem so gefragt, weil ich spannend finde, wenn man fragt, wie ist euer Eindruck von Diversität? Weil ich glaube, dass viele Leute jetzt, also es ist ja ein Fakt, dass wir in der Werbung zum Beispiel voll viel mehr andere Menschen sehen, als wir damals noch gesehen haben. Also es sind sehr viele, vor allem light-skinned, schwarze Menschen zum Beispiel im Fernsehen. Und dann würde man, wenn man vielleicht nicht so viel über Diversität nachdenkt, glaube ich, sagen, ja, bei Netflix ist jetzt jeder schwul und in der Werbung jeder schwarz. So. Das ist die Realität, oder nicht? So, das ist Deutschland. Ja, und so, deshalb finde ich... Schwule und Schwarze sind da. Get used to it. So. Weißt du, was ich meine? Das ist so verrückt, so, dass Leute sich dann auf einmal wundern, wenn sie vorm Fernseher sitzen. Bist du mal rausgegangen? Hast du dir mal Deutschland angeguckt? Ja. So? Deutschland ist nicht nur weiß. Ja. So. Und trotzdem ist ja auch dann der wichtige Punkt, dass es nicht nur darum geht, dass irgendwie bunt gecastet wird für die Werbung, sondern dass im Nachhinein auch was passiert und die Leute hinter der Kamera divers sind und so weiter. Und ich glaube, auf den ersten Blick, wenn man wollte, könnte man auf den ersten Blick denken, ist ja alles schon viel bunter als früher. Nö, aber ich glaube zum Beispiel auch bei Netflix zum Beispiel hat auch irgendwie, ich meine, in ganz vielen Serien, ich glaube, es ist einfach auch voll gut für die LGBTQ-Community, dass sie auch im jungen Alter zum Beispiel, ich bin auch dörflich aufgewachsen, da gibt es jetzt ja nicht so viele Leute, die sich outen, auch jetzt immer noch. Und dass man dann einfach auch durch Serien und so sieht, ey, das ist einfach ganz normal so. Ich kann lieben, wen ich lieb. Und deswegen finde ich es voll gut, dass es da mehr von gibt. Super, super wichtig. Es findet halt auch super viel Tokenism statt. Ne? Ja. Also viele schmücken sich einfach nur mit Diversität. Aber wie du schon gesagt hast... Es ist wie mit Nachhaltigkeit. Jede Werbung hat irgendwas mit Nachhaltigkeit mittlerweile. Alter. Alles green gewashed. Aber wenn man alles mal so hintenrum anschaut, hinter den Kameras anschaut, dann ist da immer noch eine Hierarchie, die einfach super weiß ist. Ne? Mhm. Das ist ein Thema, das dich dein Leben lang begleitet. Und das ist ja auch das Schlimme, es wird dich niemals nicht mehr begleiten. Und da gibt es ja total viele unterschiedliche Themen zum Bereich Rassismus. Und wir haben vorher mit dir gesprochen und gefragt, was ist gerade was dich beschäftigt? Und ein TikTok-Trend, der dir auf den Sack geht, welcher ist der? Der macht nicht auf den Sack geht, er macht mir Angst. Also es geht um Fetishizing. Falls die es noch nicht wissen, was Fetishizing ist, schauen wir mal rein. Da sehen wir ein Baby, das so ungefähr meine Hautfarbe hat. Und die Mutter freut sich darüber und sagt, ihr größter Flex ist es, dass sie ein Black Mixed Baby hat. Du schüttelst den Kopf? Ja, yeah, what the fuck? Einfach, what the fuck? So. Ich denke einfach nur an dieses Kind. So, was soll das so? Wolltest du wirklich einfach nur ein... Das ist dieses Oschwin-Schoko-Baby. Aber das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Was ich halt noch schlimmer finde, ist ja, dass es dann auch so Leute gibt, die dann sagen, nee, der muss ja so light-skin sein, weil ich will ja, dass mein Baby eine geile Hautfarbe hat. So. Abgefuckt. Also für mein Verständnis, das heißt, dass man kann sagen, dass es Menschen sind, die sozusagen eine bestimmte Hautfarbe dann glorifizieren, ja irgendwie. Also den eigentlich der Charakter dahinter. Gar nicht. Also es geht wirklich dann, ja, und das ist Baby krass. Einfach. Ja. Das dann ja eigentlich, wie du sagst, ein Accessoire ist. Weil du es dir ja bastelst, wie du möchtest. Genau, und es soll aber dann die richtige Hautfarbe haben, wenn es rauskommt. Es soll ja nicht zu dunkel sein, weil zu dunkel ist ja nicht schön. Ja, und dann sind wir wieder beim Rassismus. I don't know what to say about it. Ich finde es voll gruselig. Es macht mir richtig Angst. Ich bin froh, dass
keiner mich einfach so schwängern kann, ohne dass ich irgendwas mitbekomme. Aber so, dann verstehe ich auch, dass Drake irgendwie Hot Sauce in seine Kondome reinpackt, ja? Damit da keine seinen Sperma klaut und so. Ja. Ist das eine wahre Geschichte? Ich weiß nicht, ob ich hier Probleme mit Drake bekomme, aber ich habe auch immer gelesen, dass er Hot Sauce in seine Kondome reinpackt, damit die... Bevor er die benutzt? Nein. Das macht spicy, genau. Geil. Ach so, damit sie nicht klauen. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist so gemein. Was ist das denn für ein smarter Move? Also, nein. Aber wisst ihr, was ich meine? Einer hat es ja trotzdem gemacht. Es hat jemand gemacht? Ja, die hat dann trotzdem das Kondom irgendwie im Hotel aus dem Mülltonne rausgeholt und dann hat sie ihn verklagt, weil sie Schmerzen hatte halt. Was? Ja, weil sie es halt reinge... Hat sich dann ein künstlicher... Ja, das besprechen wir in der nächsten Woche. Du wusstest das auch? Bitte? Hast du davon schon gehört? Nein, nichts. Nee, du wusstest davon aber, ne? Von ja, der ich wusste Story. Davon. Ja, klar. Ja, wieso weiß ich das nicht? Ich wusste es auch nicht. Das wundert mich nicht. Jetzt wisst ihr. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Was ist los? Bekommt ihr das Drake-Update nicht immer, jede Woche? Einmal Hand hoch, wer das wusste im Publikum. Aha. Ja, guck auch nicht so. Ja, aha. Ich fühle mich schon wieder ein. Okay, krass. Kommen wir weiter zu witzigeren Dingen. Noch witzigeren Dingen. Ich liebe es so sehr. Du hast dein komödiantisches Talent gezeigt in einer Serie, die ich tatsächlich dreimal angesehen habe, möchte ich mal sagen. Ja, weil es gab nur diese eine Staffel bisher. Die Discounter. Ja. Beste. Hamburg! Super, super witzig. Wie kam es dazu? Da sehen wir ein Bild, guck mal. Ihr alle. Beste Truppe. Kolinski. Also ganz ehrlich. Christian Ulm hat mir auf Instagram geschrieben. Hat geschrieben, ey, ich habe so ein Projekt. Und da bekommst du eine große Rolle. Und dann habe ich geschrieben, okay, aber muss ich zu irgendeinem Casting oder so? Dann meint er so, nein. Geil. Und dann hat er mir ein halbes Jahr nicht mehr geschrieben. Christian. Und dann kam einfach eine E-Mail mit, ja, hier, das ist das Ding. Nora ist jetzt, ne, kriegt die Rolle fest und sie muss jetzt entscheiden, wer von den anderen, ich musste dann auch Casting mitmachen und dann die anderen Rollen mit aussuchen. Ich war so, das war super. Ja, das war witzig auf jeden Fall. Und wie hast du aber erstmal, als es hieß, du kriegst diese Rolle, ohne ein Casting zu machen, wie hast du dich dann gefühlt? Also eigentlich, du musst dann dahin kommen und direkt abliefern. Also du hast schon mal vorher auch geschauspielert, aber trotzdem, wie war das für dich? Ja, also ich hatte übertrieben Angst. Ehrlich gesagt, ich war so, ey, was mache ich da eigentlich? Wird das cool oder nicht? Weil das ist ja nicht wie bei einem Musikvideo, wo ich am Ende alles schneide und dann absegne und dann hier so, also ich schneide nicht meine Videos, aber wir schneiden die gemeinsam und dann, ey. Und das ist ja auch dein Ding, da warst du ja noch mit mehreren. Ja, und da war es auch noch so, ich dachte die ganze Zeit, jetzt sage ich es einfach. Ich dachte die ganze Zeit, dass Christian da mitspielt. Und irgendwann mal hatten wir so ein Zoom-Meeting mit allen Leuten. Und ich frage so, wo ist Christian? Und ich bin ein sehr verpeilter Mensch. Ne? Und dann sagen die so, wir haben doch gesagt, dass er da gar nicht mitmachen. Und dann wollte ich raus. Und dann wollte ich da gar nicht erst mehr mitmachen. Weil ich war so, nee, Christian Ulm muss da mitmachen, dann wird's witzig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was witzig wird und so. Weil ich wusste halt, wenn Christian, mein neuer Freund und so, ich war so, ey, sure shot, der ist witzig. Aber wenn der jetzt nicht mitmacht, ich kenne die anderen ja gar nicht. So, ich weiß jetzt auch nicht, ob es witzig wird. So, mein Ruf geht kaputt, wenn es nicht witzig wird. So, deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst. Aber dann war es krass witzig. Es war das Witzigste, was es zu sehen gab. Wie gesagt, ich habe es jetzt dreimal geguckt. Und ihr habt ja, also nicht nur ich fand es sehr witzig und alle hier im Studio, habt sogar den Ensemblepreis beim Deutschen Schauspielpreis gewonnen. Ja. Mega. Und alle Menschen darin sind so toll, nicht nur du. Deshalb haben wir jetzt hier auch noch mal einen Gruß für dich. Was? Hallo. Ich wollte mal kurz was loswerden und ich weiß, Nora, ich habe es in letzter Zeit öfter gesagt, aber es ist einfach so, ich bin sehr froh, dass ich dich habe. Als Freundin, von der ich gerade in der letzten Zeit sehr, sehr viel lerne, wenn es darum geht, die Augen
und das Gefühl offen zu halten für unangebrachte, diskriminierende Situationen und dann auch die eigene Stimme zu nutzen, auch wenn es dann für andere vielleicht unangenehm wird, aber muss halt. Und auch als Kollegin, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich das Casting für die erste Staffel Discounter nicht so entspannt gemeistert hätte, wärst du nicht dabei gewesen. Liebe Grüße aus Hamburg. Okay. Ja, Clara Lange. Ihr Assis. Auch aus Discounter. Wie schön, dass du dich noch freust. Sie. Ja, Mann, voll. Mann, ich bin jetzt auch noch in Hamburg und habe gar keine Zeit für die kurz Hallo sagen. Mann, voll süß. Voll schön. Ja. Abschließende Frage. Dieses Schauspielprojekt hat jetzt super gut geklappt und macht Spaß mit tollen Kollegen. Ja, ich höre auf mit Musik. Nein, was hast du? Nee, hättest du Bock auch noch auf mehr Schauspiel? Und wenn ja, was müssten die Projekte haben, dass du da mitmachst? Oh Gott. Also, hättest du mich letztes Jahr gefragt, vor der zweiten Staffel, dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber Schauspielerei ist so anstrengend, Mann, Leute. Oh mein Gott. Und das ist zu viel, einfach diese Rumwarterei und alles. Ja. Sonst hätte ich gesagt, ich wollte schon immer... Auch wenn ihr das jetzt lame und langweilig findet, ich wollte schon immer Tatortkommissarin werden. Oh. Ich schalte ein, das finde ich. Ich schalte wieder ein Sonntag. Ja. Das ist ja geil. Weil, ey, ganz kurz, ich als Bulle, Leute. Da machen wir ein Bewerbungsvideo jetzt auf jeden Fall. Das wäre mega auf jeden Fall. Weil ich will nicht irgendeine Kriminelle da spielen, sondern ich möchte die Polizistin sein und ich will die Kommissarin sein. So. Das wird es auch noch werden. Das finde ich gut. Aber bitte erst ab 11 Uhr drehen und so. Und 25 Grad. Ab 25 Grad und 11 Uhr mittags. Ich bin dabei. Meldet euch ZDF oder ARD oder wer das ist. WDR. Alle. Meldet euch. Noch mehr Deep Talk, den gibt's hier in einem weiteren Video und hier findet ihr ein weiteres spannendes Video aus unserem Funknetzwerk. Und Leute, nicht vergessen, alle Talks gibt's wie immer zuerst in der ARD-Mediathek und auch die große Runde mit allen Gästen.